Hallo zurück. So. Wir erinnern uns. Wir haben jetzt den zweiten Zauber. Und den wenden wir jetzt auch gleich an. Und gehen die Pilze groß machen. Wachse, wachse, Pilze. La, la, la. Entschuldigung. Das mache ich besser bei Tag. Wieso? Das verstehe ich nicht. Okay, also Tag. Lauf schneller, Zuckerpflaume. Gut. Na, mal sehen, ob das klappt. Und bitteschön, eine Treppe. Ich geb's zu. Ich bin von mir selbst beeindruckt. Noch besser wäre natürlich eine Pilzrolltreppe gewesen. Oh Mann. Gehen wir mal hoch. Ah. Ui, ganz schön hoch hier. Und kalt. Was ist denn das für einer? Ein gruseliger Mottenmann. Und der Eingang hinter ihm sieht auch seltsam aus. Er scheint förmlich zu flüstern: Jerry, komm näher. Ich habe ein Portal verschluckt. Okay. Da ist es dunkel, aber ich sehe ein Leuchten am Ende des Tunnels. Hoffentlich ist das das Portal. Und nicht irgendwas anderes. Es ist auf jeden Fall sehr dunkel. Da ist es dunkel. Ja. Der Durchgang ist zu. Ich glaube, die sind hier nachtaktiv. Schläf tief und fest, Amen. Ich wünschte manchmal, ich dürfte das, statt zur Schule zu gehen. Dann könnte ich die ganze Nacht wach bleiben und Comics lesen. Okay, also ist es nachtaktiv. Den hinteren Bereich können wir leider immer noch nicht sehen, wegen den Blättern. Vielleicht sollte ich ein Steinchen hinunterwerfen, um zu hören, wie lange es dauert, bis ein Plopp zu hören ist. So kann man nämlich feststellen, wie tief dieser Abgrund ist. Oh, aber was ist, wenn ich eine Maus am Kopf treffe? Außerdem bin ich ja jetzt Magier. Also müsste ich einen Kugelblitz runterschicken, um zu sehen, wie lange er braucht. Aber das würde eventuell vorbeilaufenden Mäusen noch weniger gefallen als der Stein. Okay. Entschuldigung. Ich suche nach einem Baumportal. Haben Sie sowas in Ihrem Nest, zu Hause? Und wenn ja, dürfte ich es sehen? Oder durchlaufen? Ist das ein Ja? Einmal blinzeln für Ja. Vielleicht hört er mich ja nicht. Hallo? Herr Motte, ich hätte da mal eine Frage. Wenn wir Oma besuchen, muss ich auch immer laut sprechen. Und wenn man laut genug schreit, klingt alles wichtig. Keine Nichtflügler. Oh, Entschuldigung. Frau Motte. Bitte was? Nichtflügler. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Oh. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Wir brauchen also Flügel? Ich frage lieber, bevor ich einfach hereinplatze. Sieht so aus, als ob der Nachtfalter da den Eingang bewacht. Fräulein Motte?
Nein. Keine Nichtflügler. Okay. Deine Schwing... Ich weiß nicht, was da... Aber ich schaff... Okay, also wir können da nicht hinein. Da ist es dunkel, hoffentlich. Und... Da kommen wir jetzt also noch nicht weiter. Aber wir wissen schon mal, dass da oben wahrscheinlich ein Portalbaum ist. Das ist sehr gut. Und das ist auch ein Portalbaum. Und wir gehen... Wir gehen? Wir gehen jetzt... Ganz kompliziert durch die Gegend. Wir gehen jetzt zur Brücke und schauen uns mal ein bisschen das Fuchsfeuer an. Ja. Hey. Okay. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einem... Jetzt ist nur die Frage, wie wir das jetzt bekommen. Schauen wir mal durch die Münze. Mond. Wow! So viele Sterne habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Da verschlägt es einem richtig die Sprache. Und man fühlt sich ganz klein. Die erinnern mich an die Leuchtsterne über meinem Bett. Ich fühle mich, als wäre ich schon unheimlich lange nicht mehr zu Hause gewesen. Hoffentlich geht's Mama gut. So, also da haben wir ein Fuchsfeuer. Das Problem ist, wir kommen nicht hin. Und es hat auf jeden Fall was mit der Statue zu tun. Und ich frage mich, ob der Zauber zu noch irgendwas gut ist. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Das braucht keine besondere Würze. Nein, den... Die Edith bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. Diese Statue. Oh, was will die von uns? Schauen wir mal, ob da beim Portalbaum irgendwas ist. Ich häng mal wieder. Und ich frage mich, wann wir da endlich raus, aus hinten kommen. Wenn wir die Puschel einfangen. Ich glaube, die Puscheln brauchen wir, um uns zu verkleiden als Insekten. Ich sehe auch keine Tropfen. Uns fehlen ja noch 8 Tropfen.
Schade. So, die Motte, genau, man munkelt ein Fuchs, soll es sich bei Nacht im Mauswald herumtreiben? Grünes geisterhaftes Glühen. Wir fragen nochmal die Nachtwächter, bei welcher Brücke der Fuchs ist. Einige haben von einem Fuchs berichtet, der sich in den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich außer der... Ja, das ist schon die richtige Brücke gewesen. Bei dem Fuchsfeuer... Ich glaube, wir müssen da jetzt eine Erbse schießen. Wir gehen also wieder die Maus unter Drogen setzen. Nein! Ich habe keinen Baldrian mehr. Hat sich das erledigt? Jetzt ist mein Becher leer. Das heißt, die Maus müssen wir nicht mehr einschläfern. Das hat sich jetzt erledigt. Davon müssen wir auch keine. Oder wir bringen da einfach mal ganz normalen Kaffee. Vielleicht kriegen wir dann ja eine Erbse. Auf jeden Fall ist sie dann wach und kann ihren Dienst ordentlich verrichten. Ich habe hier ein kleines... Was? Oh, frisch! Oh, ja. Oh, ja. Danke, danke, danke! Das sollte jetzt doch ein paar Minuten vorhalten. Aha! Ja, ja! Melde dich nicht freiwillig für die Nachtschichten, haben sie gesagt. Nicht in deinem Zustand. Haha! Aber wer, wenn nicht ich? Und seht mich jetzt an! Das Feuer des Ehrgeizes in den Augen entflammt! Darf ich jetzt die Kanone benutzen? Niemand darf die Kanone benutzen! Na ja, jetzt bist du ja wach genug, um das sicherzustellen. Versuch aber am besten keine Schäfchen zu zählen. Schäfchen? Watteweiche Schäfchen. Hat's voll gebracht. So. Gut. Fuchs. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nichts. Nichts, was wachsen will. Nichts. 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 Okay.
schon, ich bin wieder verwirrt. Fahrt durch die Felder. Ich wette, wenn ich den Weg, der da überflutet ist, lang gehen könnte, käme ich ins Feld. Aber ich muss zuerst schauen, dass ich das Wasser da wegbekomme, sonst komme ich ja nicht ins Feld. Das sah ja fast aus, als ob du das mit dem Regen warst. Ja, also ich hab... Oh, oh. Was ist denn, Jerry? Oh! Ein neunschwänziger Fuchs! Ein Fuchs? Was? Wer bist du? Jerry, sei vorsichtig! Nicht! Wow! Oh, mein kleines Froschherz rast noch wie verrückt. Zum Glück hatte der Fuchs keinen Appetit auf uns beide. Das war kein einfacher Fuchs. Hast du nicht gesehen, wie viele Schwänze er hatte? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was für ein Schreck aber auch, meine liebe Libelle. Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Naruto! Ja, gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es anfängt zu regnen. Ich dachte, da wächst vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Das Korn und wir wandeln dann auf dem Meer des Korns. Keine Ahnung. Ich hab echt nicht gedacht, dass es funktioniert. Da ist er! Was für ein seltsamer Fuchs! Er ist zurück in die Felder gesprungen. Sah fast so aus, als ob er in den Sumpf wollte. Aber der Weg ist überflutet. Genau, der Weg ist überflutet. Wir müssen jetzt also zusehen, dass wir zuerst mal den Weg da frei kriegen. Dann kann er nämlich dahin hüpfen und wir können ihm folgen. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nichts. Nichts. Da ist wohl nichts. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Hagebutten sind... Irgendwas müssen wir doch mit der Hagebutte machen können, oder ist das jetzt einfach nur ein Scherz, dass man die ganze Zeit probiert, die Hagebutte zu verwenden und am Ende nimmt man sie wieder mit nach Hause und denkt sich, ja, Hagebutten sind cool, aber ziemlich nutzlos. Oh Mann, ich weiß es einfach nicht. Ich hab keine Ahnung. Wie können wir den Weg da frei machen? Die Leiter können wir auch nicht nehmen. Die Leiter kommen wir auch nicht. Oh Mann. Okay, schauen wir mal durch die Mütze. Das war
zwar so schnell, weil hier ist so viel. Nochmal. Wir gucken jetzt mal. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht hat jemand das hier hinterlassen, weil es in der Nähe ein Baumportal gibt. Ich schaff's ja nicht. Auf dem Schild steht: Fahrt in den Sumpf. Vorsicht, Mücken. Das Problem ist, wir können bestimmt irgendwas mit diesen blöden. Ein Stopp bringt hier nichts. Nein, nein, den behalten. Leer. Die Waldzwerge sind wohl noch nicht dazu gekommen, den Automaten mit neu... Ja, ja. Puh. Okay. Ich mache ja wieder mal eine kurze Aufnahmepause. Erstmal strecken. Und... ja. Um ehrlich zu sein, gehe ich jetzt wieder kurz mogeln. Weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt als nächstes machen muss. Aber ich habe keine Lust, hier 10 Stunden herumzurennen, wie gesagt. Und ich bin auch nicht gut bei solchen Spielen. Also lese ich lieber mal kurz nach, was zum Henker ich jetzt machen soll. Wir sehen uns also gleich wieder.